Ja, mal wieder einen schönen guten Tag bei Helvi im Hinterhof. Wir wollen uns heute mal wieder ein schönes Produkt vorstellen, und zwar den ganz neuen Sony in 65 Zoll, der AG9. Das ist der Nachfolger vom AF9. Das ist ein OLED-Fernseher, und wir stellen euch heute mal so die Highlights vor. Ja, vielleicht mal angefangen. Und zwar der neue AG9 gibt es in drei Größen, und zwar in 55 Zoll, 65 Zoll und in 77 Zoll. Dazu ist er um die Hälfte von der Tiefe geschrumpft. Das heißt, der alte war 10 cm tief, der neue ist nur noch 5 cm tief. Hat den Vorteil, Sie können den relativ unauffällig an die Wand anbringen. Dazu gibt es von Sony auch noch eine schwenkbare Halterung, die ganz flach dran ist, und Sie können den bisschen für den Blickwinkel, wenn Sie sagen, Sie sitzen doch mehr rechts oder mehr links, wunderbar rausschwenken und haben dann vielleicht keine Reflexionen, die von der Scheibe vielleicht kommen. Dazu gibt es eine neue schicke Fernbedienung aus Aluminium. Ich finde die ein bisschen schöner als die alte schwarze Fernbedienung, weil sie grafisch ein bisschen schöner aufbereitet ist und hat den Vorteil, sie geht sowohl per Infrarot als auch per Bluetooth. Dazu hat man hier Direktwahlfunktion für Netflix, für Google. Und vorne ist eine schöne Aluminiumfront drauf. Dann kann man noch zu dem Fernseher sagen, ist der neue X1 Ultimate Prozessor drin, der sowohl für Bewegungsdarstellung da ist, als auch für die ganzen Objekte. Das heißt, wenn der Fernseher jetzt Objekte im Fernseher erkennt, dann werden die intern aufbereitet und der Kontrast wird angepasst, die Farbe wird angepasst, die Bewegung, und dadurch haben sie eine unheimlich tolle 3D-Tiefenwirkung drin und ja, macht das Bild einfach nochmal viel plastischer und angenehmer zum Schauen. Ja, was auch noch erwähnenswert ist bei dem Sony-Fernseher aus der AG9-Serie, dass es die sogenannten Acoustic Surface-Lautsprecher hat. Das heißt, Sie sehen an dem Fernseher nirgendwo Lautsprecher verbaut, sondern die sind hinter dem Gerät. Hier sind sogenannte Aktoren drin, einmal für den Tiefmitteltonbereich und den Hochtonbereich. Und er hat zwei Subwoofer hinten eingebaut. Und Sie haben das Gefühl, wenn Sie davor sitzen, der Ton kommt direkt aus dem Fernseher raus. Und noch ein Highlight, was der Vorgänger allerdings auch schon hatte: Sie können den Fernseher als Center-Lautsprecher benutzen, wenn Sie eine Heimkinoanlage haben, und sparen sich damit einen externen Center-Lautsprecher, den Sie irgendwo unterbringen müssen. Und Sie haben immer den Ton, gerade wenn gesprochen wird, aus der Mitte vom Lautsprecher, also aus der Mitte vom Bild raus. Ist auch noch ein ganz großer Vorteil von dem Sony-Fernseher. Dann ist der Fernseher um 50% schneller geworden. Das heißt, die Prozessoren sind ein bisschen schneller geworden. Das Menü wurde optimiert. Und Sie können jetzt 50% schneller auf YouTube zugreifen. Im Menü sich hier durchhangeln. Geht alles sehr flüssig, wie man sieht. Als weitere Neuerung kommt jetzt in ein, zwei Monaten ein neues Update raus. Und das ist dafür da, dass der Fernseher AirPlay 2 kann. Und Sie können wunderbar mit Ihren Apple-Geräten, das heißt mit Ihrem iMac, mit Ihrem iPad oder iPhone, Ihre Bilder betrachten, Ihre Videos betrachten und können den komplett darüber steuern. Den Fernseher haben wir aktuell in der 65 Zoll Größe bei uns in der Vorführung. Und Sie sind gerne eingeladen, bei uns vorbeizukommen, sich den mal anzuschauen, auch gegenüber anderen Modellen, und einfach mal überzeugen von der wirklich fantastischen Bildqualität. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.